somos importadores de repuestos para frenos y embragues de todas las marcas. Redim Uruguay Limitada, Río Negro, Casi Cerro Largo, distribuidores para todo el país. ...98-0456-983137, con mucho gusto estamos recibiendo todas las llamadas que quieran hacer. Drei deutsche Frauen sind hier im Studio und freuen sich auf Ihre Anrufe und Fragen. Konkret, warum seid ihr hier? Internationalismus bedeutet für uns nicht, dass wir in andere Länder fahren, um die Situation dort kennenzulernen, oder dass Leute zu uns kommen, um über ihre Länder zu berichten. Wir wollen einen aktiven Austausch. Wir möchten einen Film machen über Frauen, die hier im Uruguay kämpfen, in jeder Hinsicht kämpfen, und über Frauen, die in Deutschland kämpfen. Deshalb möchten wir hier im Uruguay Frauen filmen, und dann kommen Frauen aus Uruguay zu uns, um die Frauen zu filmen, die sie interessant finden. Graciela Hoche ist eine der überlebenden Frauen der nationalen Befreiungsbewegung MLN Tupamaros. 1985 wird sie nach 13 Jahren Gefängnis entlassen. Sie lebt heute in Montevideo mit ihrer Mutter und ihrer Tochter Gabriela. Sie sorgt für das Überleben der Familie. Viel Zeit widmet sie ihren politischen Interessen. Ich möchte mich in diesem Moment Ich bin gerade mit einer Recherche über kämpfende Frauen beschäftigt. Frauen, die politisch aktiv waren. Frauen, die in der Geschichte nicht auftauchen. Frauen, die in Vergessenheit geraten sind. Ich grabe ihre Namen aus, lerne ihre Geschichte kennen, weiß, wer und wie viele sie sind, was sie gemacht haben und was aus ihnen geworden ist. Wer waren diese Frauen? Diese Frauen waren zum Beispiel Mütter. Es waren mutige Frauen, die zwar nicht den bewaffneten Kampf wählten, aber es waren unglaublich viele von ihnen solidarisch mit uns. Diese Frauen haben sich wundervoll verhalten. Jessie Mackey ist innerhalb der MLN zuständig für internationale Beziehungen. Sie leitet darüber hinaus den Verein der Freundinnen alternativer Kommunikation. Mit ihrer Tochter Paloma lebt sie in Montevideo. Jessie gehörte während der Militärdiktatur zu der Gruppe der Staatsgeiseln. 1985 wurde sie nach 14 Jahren Haft entlassen. Bis heute ist sie aktive Tupamara und arbeitet als Radioredakteurin. Die Sendung Vamos Mujer ist ein Programm, das sich mit dem Leben von uruguayischen und lateinamerikanischen Frauen beschäftigt. Durch bestimmte Ereignisse verändert sich das Programm natürlich. Seit einiger Zeit haben wir immer wieder über Frauen aus anderen Teilen der Welt berichtet. Wir haben zum Beispiel über Migrantinnen in Europa gesprochen. Einmal wöchentlich war Jessie mit ihrem Frauenprogramm zu hören, bis im August 1994 dem Sender Radio Panamericana die Lizenz entzogen wurde. Eine politische Entscheidung der Regierung, der das linke MLN-nahe Radio schon lange ein Dorn im Auge war. Uruguay überraschte uns mit seinem durchaus europäischen Charakter. Eigentlich nicht sehr verwunderlich. Die letzten 4 Charrua-Indigenas wurden im vorigen Jahrhundert als Vorzeigeobjekte im Käfig zur Weltausstellung nach Paris gebracht und gingen dort elendig zugrunde. Heute prägt die schwere Wirtschaftskrise den Alltag. Von den Anlagen der Zucker- und fleischverarbeitenden Industrie, früher die Basis des Wohlstands, sind fast nur noch Ruinen übrig. Die Arbeitslosenziffern haben eine bisher nicht gekannte Höhe erreicht. Uruguay ist ein überaltertes Land. Die Jugendlichen träumen vom Auswandern angesichts nicht vorhandener Arbeits- und Studienplätze.
1985 wird in Uruguay die Militärdiktatur durch eine gewählte, konservative Regierung abgelöst. Trotz aller Versuche, dieses grausame Kapitel der Geschichte zu übertünchen, sind die Folgen der Diktatur bis heute im sozialen und politischen Leben spürbar. Anfang der 90er Jahre erreichen uns Nachrichten aus dem wiedervereinigten Deutschland, die uns beängstigen. Wir besuchen ein Deutschland, in dem rassistische Angriffe alltäglich sind. Die Bundesregierung unter Kanzler Kohl forciert durch ihre rassistisch geprägte Asyldebatte diese Entwicklung. Gelingt es ihr doch dadurch zunächst von den fatalen sozialen Auswirkungen ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik abzulenken. Rechtsextreme Gruppen bekennen sich offen zu faschistischen Theorien und rufen zur Rettung der Nation und zum Kampf gegen Überfremdung auf. Diese Stimmung schlägt sich auch praktisch nieder. Menschen werden gejagt. Das uruguayische Fernsehen zeigt Bilder von brennenden Flüchtlingsunterkünften. Während sich Teile der Wirtschaft am Aufbau Ost sanieren, wird die Bevölkerung zur Kasse gebeten. In der Bundesrepublik steigt die Zahl der Arbeitslosen. Immer mehr Menschen leben ein Existenzminimum. Mit dem sogenannten Umbau des Sozialstaates findet ein bisher nicht gekannter Angriff auf die mittel- und schlecht verdienenden Bevölkerung statt. Die Löhne sinken. Im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich sowie in der Kultur wird kräftig eingespart. Monika Berberich war 18 Jahre politische Gefangene. Heute lebt sie in Frankfurt und arbeitet als Fahrradkurierin. Sie engagiert sich für politische Gefangene und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Haft und Folter. Zu diesem Thema führte sie zahlreiche Interviews mit lateinamerikanischen Frauen. Das ist etwas sehr von mir, von meiner Geschichte, aber natürlich nicht nur von meiner individuellen Geschichte, weil gerade hier in den Metropolen eine Politisierung sehr viel mehr darüber läuft, dass die Menschen oder Menschen ihre Situation subjektiv unerträglich finden, viel mehr als darüber, dass sie arm sind, dass sie nicht genug zu essen haben, dass sie keine Kleidung, keine Wohnung haben, also über diese objektiven Momente. Es läuft sehr viel mehr oder eigentlich fast ausschließlich darüber, dass diejenigen, die sich politisieren, die eine revolutionäre Entwicklung wollen, sie wollen anders leben, sie wollen leben können. Also da steht die subjektive Seite sehr im Vordergrund. In Hamburg lebt Gisela Wiese. Seit 50 Jahren arbeitet sie als Kindergärtnerin. In den Jahren des Kalten Krieges engagierte sie sich als NS-Prozessbeobachterin und ist eine der wenigen, die sich damals mit Opfern und Tätern des Naziregimes auseinandersetzten. Wie ein roter Faden zieht sich ihr sozialpolitisches Engagement durch ihr Leben. Mit ihren Aktivitäten verbindet die heute über 70-Jährige unterschiedliche Bewegungen und Generationen. Es sind Menschen zu mir gekommen, junge Menschen, die wollten wissen. Und da musste ich auch reden. Und ich denke, man stirbt leichter, wenn man diese Dinge auch aufgearbeitet hat. Aber es hat mich nicht von meinem Alltag weggeführt. Vor 10 Jahren hatte ich immer Angst, wenn ich in die Vergangenheit einsteige, habe ich keine Kraft mehr für die Gegenwart. Das ist jetzt anders. Ich bin sehr unglücklich über das, was im Lande geschieht. Aber ich glaube noch immer, ich habe immer noch die Hoffnung an einen Aufbruch. 1968 geschah auch sehr schnell. Es hatte sich kaum vorbereitet, dass Jugendliche Nein sagten. Darauf hoffe ich noch immer. "1959 besiegt die kubanische Befreiungsbewegung das korrupte Batista-Regime. Ein Ereignis, das die Menschen überall in Lateinamerika motiviert, sich zu wehren. Anfang der 60er Jahre hat der wirtschaftliche Aufschwung Uruguays ein Ende. Soziale Unruhen nehmen zu.
Erste IWF- und Weltbankabkommen werden geschlossen. Der Versuch, der herrschenden Minderheit ihre Privilegien zu retten, stürzt das Land in eine schwere ökonomische Krise. Aber das uruguayische Volk setzt sich dagegen zur Wehr. Huyendo voy de tu rabia, temiendo de tus enojos. Una de las consignas de la época, por ejemplo, era obreros y estudiantes unidos y adelante. Eine der Parolen war damals vorwärts Arbeiter und Studenten. Es war eine sehr kämpferische Generation, die für ihre Sache auf die Straße ging, die bei Auseinandersetzungen verletzt und geschlagen wurde. Und immer ist es für uns schlecht ausgegangen. Ständig wurden wir verfolgt. 1962/63 begann ich, eine politische und gleichzeitig soziale Lösung zu suchen. Ich schloss mich einer Gruppe von Freunden meines Bruders an. Sie arbeiteten in den armen Stadtvierteln. Wir gingen in das Viertel La Teja und arbeiteten dort mit Jugendlichen zusammen. Dort kamen wir auch mit einer politischen Gruppe in Kontakt, die sich von der übrigen Linken unterschied. Con el resto de la izquierda. Bueno, y ahí viene ese momento, digamos, del pasaje. Hier passierte der Übergang, ganz bildlich vom Vorderhaus in den Keller des hinteren Teils. Ich wurde zu einem Treffen eingeladen, das einen ganz anderen Charakter hatte. Hier wurden ganz andere Dinge diskutiert, andere Formen, wie man in Uruguay Politik machen könnte. Das ist wie ein Wiedersehen mit der Vergangenheit, mit meiner ganz persönlichen Vergangenheit und mit einer Vergangenheit, die mich sehr berührt, verbunden mit vielen Gesichtern von Menschen, die hierher kamen. Viele von ihnen sind inzwischen tot. Ich kam das letzte Mal 1965 hierher, dann ging ich in den Untergrund. Gisela Wiese, waren die faschistischen Strukturen in Deutschland des 60er Jahres zerstört? Ich denke, dass ja die Industriellen, die mit Hitler zusammengearbeitet waren, bald wieder an der Macht waren, dass die Justiz nicht bereinigt worden ist, es ist nicht ein einziger Richter entlassen worden, sodass ja KPD-Leute, die während der Nazi-Zeit vor einem Richter standen, nachdem verfolgt wurden und auch vor demselben Richter standen. Das zeigt, dass in den Strukturen und in der Haltung der Menschen sich ungeheuer viel tradiert hat aus dem Faschismus. Es gab dann im Bewusstsein vieler in der Bevölkerung die Stunde Null, als könnte man neu anfangen, ohne die Vergangenheit zu erinnern. Es gab Prozesse, es gab Verurteilungen wegen Zugehörigkeit zur KPD und es hat ja wenig Widerstand dagegen aus der Bevölkerung gegeben, denn es war ja gut, wieder einen Feind zu haben und selbst zu denen zu gehören, die sich demokratisch fühlten. Und dass nach 1945 die Spaltung anfing, ein Widerstand, wenn er aus christlicher Sicht kam oder von den Offizieren geleistet war, genannt wurde, und der KPD-Widerstand verschwiegen wurde, zeigte ja auf, dass hier eine ganz bestimmte Politik salonfähig werden sollte. In der Hochphase des Kalten Krieges zieht Monika nach Berlin. 61 ist ja die Mauer gebaut.